Willkommen zurück zu Mass Effect Legendary Edition. Wir sind immer noch im zweiten Teil von Mass Effect und wir haben in der letzten Folge die Shadow Broker Mission endgültig beendet. Ging ja ein paar Folgen lang tatsächlich, war eine umfangreiche Questreihe. Ja, und jetzt müssen wir uns überlegen, was wir als nächstes Cooles machen wollen. Als erstes werden wir mal die Nachrichten lesen, damit Kelly endlich auch Ruhe gibt. Ah ja, so. Blabla, ist das wieder so eine Spam-Nachricht? Ich werde bescheuert. Aha. Ja, die Scans hatten wir im ersten Teil gemacht. Hatten wir aber nicht vollständig tatsächlich. Also sonst ein paar sind uns fehlten uns noch. Ja, gut. Danke für die Information. Ah ja. Okay. Ja, naja, danke. Gut. Nur gutes Feedback. Dann haben wir ja wieder ein paar Vorbildspunkte gesammelt, wahrscheinlich, oder? Hm? Nee, diesmal nicht? Na gut, okay. Ja. Wir könnten vielleicht nochmal mit unseren Leuten quatschen hier. Auf jeden Fall mal mit Jack sollten wir sprechen. Ob die jetzt maulig ist, weil wir so ein vertrautes Tüdelü mit Liara hatten. Ich habe keine Ahnung. Mir ist mal so aufgefallen, dass unsere Leute immer irgendjemanden vermissen, den wir dann suchen müssen. Kann das wohl? Also. Naja, gut, Aufträge. Das wollten wir auch noch machen. Das haben wir auch schon länger auf dem Zettel. Das machen wir als nächstes Ankunft. Aber erst quatschen, fahren wir mal runter und quatschen mit Jack. Gucken, wie die heute so drauf ist. Drip, 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 drip. Moin! Verpissen Sie sich! Verpissen Sie sich! Hm. Offensichtlich haben wir das mit Jack ruiniert. Naja. Verpissen Sie sich! Schade.
Samara möchte Sie kurz sprechen, Commander. Ist mir völlig egal. So, erstmal auftanken hier. Sonden sind noch voll, cool. Naja, Tali wäre in der Nähe. Abstürzendes Schiff retten? Nee. Kenzen, war das das? Hm. Ich glaube schon. Naja, gut. Gucken wir mal, was uns erwartet. Wie jetzt? Kein Team? Warum bin ich alleine? Also... Ach, ja, ja, doch, doch, es soll so. Das hatte der Hackett ja auch gesagt. Ich soll auf gar keinen Fall irgendjemand anders mit reinnehmen. Was ich halt auch absolut null nachvollziehen konnte. Was ist das? Wir wurden entdeckt. Von wir. Varen, die Batarianer schicken ihre Gefangenen bestimmt nur zum Sterben herunter. Ich muss Dr. Kanson rasch finden. Hätte ich wahrscheinlich hier oben auch schalten können. Wäre dann wahrscheinlich scheißegal gewesen. Auch ein Varen, allerdings ein Toter. Ich habe so eine Überraschungsdinger, dass irgendwas Totes wieder aufsteht. Haben wir hier noch gar nicht. Na, kommst du jetzt wieder zurück? Ganz schön runtergekommen. Selbst für ein Gefängnis. Die Varen sind bereits frei.
Kann ich trotzdem nicht vorbei. Ah, dieses Spiel, ne? Welchen Zweck hatte das dann ein bisschen, dass ich das hier abschalte? Einfach gar keinen. Danke dafür. Falscher Knopf. Eine Tür. Und wozu sind dann diese ganzen Ventile hier? Okay. Das könnte nützlich sein. Angeblich wimmelt es im Asteroidengürtel von Menschen. Wie ungeziefer ist man denn nirgends sicher vor denen? Wir sollten sie alle auslöschen. Ja, das klingt doch höchst vernünftig. Aber eigentlich gedacht, ich könnte mich jetzt selbst rüsten, aber nö. Na gut, gehen wir mal durch diese Tür. Guten Tag. Das Problem ist, ich erreiche die ja hier nicht und diese Tür hier ist nur Deko. Bin mir, um ehrlich zu sein, auch gar nicht so richtig. Ich meine, vorhin hat ja schon mal einer gesagt, da ist jemand in der Kanalisation. Und wenn jetzt die Baron nicht wieder zurückkehren oder so, werden die ja wahrscheinlich schon misstrauisch, oder? Also kann ich mich jetzt an denen vorbeischleichen? Ich meine, wie albern wäre das denn, wenn ich hinter denen einfach die Tür aufmachen könnte? Wir speichern einfach mal.
Kann ich eigentlich irgendwie schleichen? Das war nicht das, was ich machen wollte. Mich, da hätte ich hochgekonnt. Das ist ja dumm. Weißt du was? Wir laden das jetzt einfach nochmal neu. Wenn wir schon mal irgendwie so ein bisschen sneaky spielen können, dann wollen wir das ja auch machen. Genau, ich hatte hier ja was abgestellt und da war, glaube ich, so eine Strombarriere. Kann das sein? Das ist doch cool. Dann können wir uns doch hier reinschleichen. Genau, und das ist die Tür, durch die wir dann reingekommen wären. So cool. So, das ist nur Deko. Da müssen wir auf jeden Fall hier hin. Einfach öffnen. Wir gucken doch erstmal. Hier passiert, standen da nicht die Wachen? Da hinter dieser Tür? Naja, genau. Wenn ich die Tür aufmache, dann müssten die mich ja eigentlich sehen. Ja, dann eher nicht so gut. Da, siehst du? Die sehen mich also auf jeden Fall. Das ist ja doof. Ah, ich kann hier einfach runter. Okay. Ja gut, aber wir haben vorhin schon einen gesehen, der da rein verschwunden ist. Da sind welche drin. Gucken die hierher. Hat eigentlich gehofft, dass er sich da unten klein macht. Okay, die gucken da durchs Fenster, aber wenn ich da vorbei muss.
Okay. Also mindestens der hintere guckt ja so grob in diese Richtung. Der müsste mich eigentlich durchs periphere Sehen eigentlich wahrnehmen. Da kommt ein Shuttle rein. Andere Räume. Oh. Was machen die? Nichts. Wieso habe ich den Kran gesteuert? Wozu war das gut? Das habe ich noch nicht so ganz. Oha. Bin ein bisschen irritiert. Warum sind da drei Schalter für den Kran? Ich habe jetzt einfach einen gedrückt. War es zufällig die richtige, um den beiseite zu schieben? Hätte man irgendwas aufgabeln müssen? Hm. Ah. Hab jetzt nicht dringend gebraucht, aber... Macht ja bis jetzt eigentlich einen ganz guten Eindruck, unsere Schleichmission hier. Spind. Können wir die Ecke gucken. Okay, Sicherheitslock. Das Abhören der Kombaken zahlt sich aus. Wir haben eine Nachricht an die Allianz abgefangen, die von irgendwo im Asteroidengürtel kam. Wir haben mitgehört, bis wir erfuhren, dass ein Mensch namens Tenzin Maschinenteile und Lenksysteme von Omega in unser System schmuggelt. Wir haben Tenzins Schiff abgefangen und sie und ihre Leute in Gewahrsam genommen. Das Verhör hat bisher nur hysterisches Geschwafel ergeben. Immer schön um die Ecken luren, dass da keiner kommt. Und keiner. Kommt immer noch keiner. Naja, wir warten mal, ob noch einer kommt und in der nächsten Folge lüften wir dann das Geheimnis. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Bis dann.